Hallo meine Lieben, ich bin's wieder und zwar heute mit einem Buch von Linda Castillo, Die Zahlen der Toten. Das ist der erste Band einer Reihe um die junge Polizeichefin Kate Burkholder und spielt in einem kleinen Örtchen namens Painter's Mill in Ohio. Das war sogar richtig. Erschienen sind die Bücher im Fischer Verlag und den ersten Band gibt es glaube ich auch schon relativ lange. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht früher gelesen habe. Ich wollte das Buch immer haben, aber habe es mir dann doch nie gekauft. Hier steht, die deutsche Ausgabe erschien im Oktober 2010. Die Zahlen der Toten ist wie gesagt der erste Band, der zweite Band ist Blutige Stille und der dritte Band, dessen Name mir jetzt mal wieder entfallen ist, erscheint jetzt irgendwann im Mai. Dieses Buch, mir fehlen die Worte. Es passiert nicht oft, aber es passiert. Also in diesem Buch lernen wir Kate Burkholder kennen. Kate Burkholder ist eine junge Frau, die aus der Gemeinde der Amish stammt und die irgendwann mit ihrem Glauben gebrochen hat, was mit ihrer Vergangenheit natürlich auch zusammenhängt. Stell ich das Buch mal hier hin. Ich hoffe, ihr könnt es noch sehen da oben. Die halt aufgrund ihrer Vergangenheit irgendwann mit ihrem Glauben bricht und mit dieser Lebensgemeinschaft bricht und sich sagt, sie möchte das alles nicht mehr. Und bei den Amish ist es ja so, dass man dann quasi unter Bann steht. Also man ist da wirklich außen vor seiner Familie und seinen alten Freunden und so und fängt im Prinzip ja ein komplett neues Leben an. Kate ist also Polizeichefin in diesem Ort. Sie ist irgendwann dorthin zurückgekehrt und ist auch die erste weibliche Polizeichefin, die es in Painter's Mill gibt. Und inzwischen hat sie sich einen sehr guten Ruf erarbeitet und wird von Kollegen und Einwohnern des Örtchens sehr geschätzt. Hat aber sehr, sehr wenig Kontakt zu ihrer Familie, zu ihrem Bruder. Und ihre Eltern sind, glaube ich, beide inzwischen verstorben, so war das. Jedenfalls spielen die keine große Rolle in dem Buch, aber ihr Bruder auf jeden Fall. Es wird eine ziemlich heftig zugerichtete Frauenleiche in Painter's Mill gefunden. Es ist Winter, es ist sehr kalt dort und die Leiche wird im Schnee gefunden. Nur einfach, damit ihr wisst, in welcher Jahreszeit das Buch spielt, damit man sich so ein bisschen darauf einstellen kann. Viele lesen ja gerne Winterromane im Winter, Sommer im Sommer. Und jetzt, wo es wärmer wird, ist es vielleicht nicht für jedermann das richtige Buch, weil es halt einfach im kalten Winter spielt. Ja, also die Frauenleiche wird gefunden und es wird auch relativ schnell klar, wer das Opfer ist. Kate beginnt halt ganz normal zu ermitteln. Aber es gibt einen Haken an der ganzen Geschichte und zwar erinnert dieser Mordfall an eine Mordserie, die vor, ich glaube, 16 Jahre ist das her oder so, die auf jeden Fall passiert ist, als Kate noch jünger war und bevor sie damals Painter's Mill verlassen hat. Als sie selbst noch ein junges Mädchen war und sich ihr Leben gerade sozusagen auf dem Wendepunkt befand. Und es wird im Laufe des Buches klar, dass diese Morde, die jetzt geschehen, sehr stark an die Morde von früher erinnern, die damals dem sogenannten Schlechter zugeordnet wurden. Also ich habe es halt mit den Worten echt nicht. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich euch sagen will. Kate wird somit mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Dadurch erfährt der Leser auch viel mehr über sie, über ihre Vergangenheit, warum sie gebannt wurde, warum sie aus der Gemeinschaft der Amish ausgetreten ist, dieses Leben gewählt hat, was sie jetzt lebt und alle Schwierigkeiten, die sie damit hat und die sie hatte, was ihr passiert ist, als sie jugendlich war und so. Es ist wirklich eine spannende Lebensgeschichte auf jeden Fall. Kate Burkholder ist eine Frau mit wirklich einer interessanten Vergangenheit und einem interessanten Leben. Die Morde, die passieren, werden sehr eindringlich beschrieben. Also es ist schon so, dass man, also ich hatte, obwohl ich schon härtere Bücher gelesen habe, mit diesem Buch innerlich mehr zu kämpfen als mit manch anderen. Warum auch immer. Kann ich so jetzt gar nicht erklären, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was mich ein bisschen an dem Buch irritiert hat, war, dass die Kapitel bzw. Sequenzen, in denen Kate die Geschichte von sich aus sieht und erzählt, aus der Ich-Perspektive, also aus der ersten Person geschrieben wurden, das restliche Buch aber aus der dritten Person, also ganz normal eher in Vergangenheitsform, eher sah, wie,
weiß ich nicht, Paul die Straße entlang lief und bla 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 und Und ja, aber ihre Kapitel sind dann halt so, ja, ich ging aufs Polizeirevier und der war schon da und dann trank ich meinen Kaffee und bla und dann denke ich so, hä, dieser Wechsel, der hat mich irritiert, so, das habe ich in dem Buch eigentlich noch nicht gehabt. Aber trotzdem sehr, sehr gut geschrieben. Man gewöhnt sich daran. Ich denke auch, dass ich im zweiten Teil wesentlich weniger Probleme damit haben werde, weil ich eben weiß, was mich erwartet. Und man erfährt sehr, sehr viel über die Amish, über ihre Lebensart und ihre Lebensweise. Und man merkt, dass Kate immer noch ja, sehr viel dafür übrig hat und diesen Glauben und diese Gemeinschaft einfach sehr respektiert. Und aber im normalen, realen Leben lebt und da auch sein möchte, aber dadurch auch beides sehr gut vereinen kann, was sie halt in dem Örtchen zu einer sehr hoch angesehenen Person macht, weil sie halt die Amischen versteht und halt auch die Normalen, beziehungsweise ja normal. Nicht Amish, sage ich jetzt mal so, ist ja nicht unnormal. Es ist sehr, sehr spannend, wirklich. Also bei manchen Szenen habe ich wirklich mitgefiebert. Ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht und ich bin froh, dass ich diese Reihe endlich für mich entdeckt habe. Ich freue mich schon sehr auf Blutige Stille und kann euch die Bücher wirklich ans Herz legen. Kann ich euch wirklich empfehlen. Ich habe zwar den zweiten Band noch nicht gelesen, aber ich bin auf jeden Fall davon begeistert. Und ja, allein diese Landschaftsbeschreibungen waren schon toll. Also ich finde, man merkt, dass dieses Buch, ich hatte vorher gelesen Closer und du wirst sein nächstes Opfer sein. Und danach habe ich dieses Buch gelesen, man merkt einen Unterschied. Rein von der Beschreibung der Orte, Beschreibung der Morde. Es ist ganz anders, eine ganz andere Emotionalität. Da steckt richtig Geschichte drin. Das Einzige, was mir noch gefehlt hat, dann, obwohl man Kate sehr gut kennenlernt, was ihre Vergangenheit angeht, erfährt man fast ein bisschen zu wenig über ihre Gefühlswelt. Das ist zwar alles sehr, sehr schwierig für sie und sie macht sich tierische Gedanken um tausend Sachen und kramt da mitten in der Nacht irgendwo rum und wird verfolgt und achtet auf nichts, aber ihre Gefühlswelt bleibt ein bisschen verborgen. Ich weiß nicht, ob das noch kommt oder ob es einfach nicht da reingehört, wie auch immer. Das hat mir persönlich ein bisschen gefehlt. Und diese wechselnden Perspektiven waren ein wenig irritierend, aber ansonsten war es wirklich eine wahnsinnig gute Geschichte. Also man kann echt nicht meckern, es war mal was anderes, es spielte in einer guten, interessanten Umgebung und also ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Ja, gibt es noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Nö, das war es eigentlich dazu. Weiteres dann im Video zum zweiten Teil, denke ich mal. Wenn ich den gelesen habe, habe ich ja noch nicht. Und den dritten Teil werde ich mir, denke ich mal, auch bald kaufen, schätze ich mal. Wenn der zweite so gut ist, wie ich denke, denn der hört sich noch besser an. Gut, meine Lieben, dann bis demnächst. Tschüss!